Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres und leichtes Milchdessert-Rezept, Tassendessert und zeige euch die Zutaten. Ich habe 800 ml Milch, 3 Esslöffel Mehl, 3 Esslöffel Speisestärke, ein Päckchen Vanillezucker und so ungefähr 100 Gramm Zucker. Zuckermenge könnt ihr nach Geschmack ändern. Ich mag das nicht, wenn es zu süß ist, deswegen habe ich nur 100 Gramm Zucker genommen. Das Ganze wird in einem Topf vermischt und unter ständigem Rühren aufgekocht. Also hier müsst ihr ständig rühren. Nachdem das ausgekühlt ist, habe ich eine Packung Mascarpone-Käse hineingegeben und das Ganze mit einem Schneebesen verrührt. Ihr könnt auch statt Mascarpone Frischkäse oder aber auch Quark nehmen. Also ihr müsst euch nicht ganz genau an dieses Rezept halten. Ihr könnt das nach Geschmack variieren. Ihr könnt ein bisschen Kokosraspeln hineingeben oder ein bisschen gemahlene Nüsse. Das ist euch überlassen. Jetzt brauchen wir Tassen. Wie das Rezept ja auch heißt, habe ich so kleine Tassen genommen, diese erstmal gewaschen. Die müssen nämlich noch feucht sein, richtig nass sein, damit die Creme später auch leichter rauskommt. Jetzt habe ich die Creme in die Tassen verteilt und dann kommt das für eine Nacht in den Kühlschrank. Ihr könnt hier zum Beispiel auch zwischendurch zerbröselte Kekse hineingeben. Nächsten Tag habe ich die Tassen aus dem Kühlschrank rausgeholt und werde mein Dessert aus den Tassen herausnehmen. Das geht auch wirklich wunderbar. Ihr müsst das nur an den Seiten ein bisschen nach innen ziehen, dann löst sich das auch von der Tasse. Das geht wirklich super schnell. Jetzt habe ich alles aus den Tassen herausgenommen und auf einen Servierteller gegeben. Anschließend werden die in reichlich Kokosraspeln gewälzt. Ihr könnt natürlich auch stattdessen gemahlene Pistazien nehmen oder Nüsse, aber da die Pistazien zurzeit wirklich zu teuer sind, habe ich die in Kokosraspeln gewälzt. Eigentlich sind die schon fertig. Ich habe mein Dessert denn mit gemahlenen Pistazien dekoriert. Da ich für die Deko nicht sehr viel benutze, war das schon in Ordnung. Und zum Schluss habe ich die dann mit Cocktailkirschen zu Ende dekoriert und das passte dann auch farblich super und die sind wirklich super, super lecker geworden. Jetzt werde ich eins für euch anschneiden und zeigen, wie cremig das geworden ist. Ich mache das öfters, dadurch, dass es auch Milchdessert ist, ist das super leicht und schmeckt natürlich auch richtig, richtig lecker. So, ihr Lieben, das wäre es dann heute eigentlich auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.